Es zieht Leben ein in die James-Simon-Galerie auf der berühmten Berliner Museumsinsel. Seit Juni bewacht ein großer Löwe das Foyer. Er scheint noch ganz jung, jederzeit zum Sprung bereit. Und doch hat er eine lange Geschichte hinter sich. Im Jahr 1900 gibt der legendäre jüdische Zeitungsverleger Rudolf Mosse den liegenden Löwen beim berühmten Tierbildhauer August Gaul in Auftrag. Rudolf Mosse war als Herausgeber vieler großer Zeitungen zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten seiner Zeit geworden. Man nennt ihn den Zeitungskönig des Kaiserreichs. Sein liberales Berliner Tageblatt wird von der ganzen Stadt gelesen. In den 1880er Jahren lässt Mosse für sich und seine sagenhafte Kunstsammlung am Leipziger Platz ein Palais errichten, das die ganze Stadt zum Staunen bringt. Auch unser Löwe findet hier, neben den Meisterwerken von Menzel, Liebermann und Spitzweg, sein erstes Zuhause. Mosse ist jedoch nicht nur Zeitungsverleger und Kunstsammler, sondern, wie auch James Simon oder Eduard Arnhold, einer der bedeutenden Mäzene seiner Zeit. Mosse stiftet ein Krankenhaus und eine Erziehungsanstalt. Und er wird zum Mitbegründer des Freundeskreises des gerade entstehenden Kaiser-Friedrich-Museums, unseres heutigen Bode-Museums. 1920 aber stirbt Mosse. Seine Tochter Felicia und ihr Mann Hans übernehmen das Lebenswerk des großen Berliners. Als 1933 Adolf Hitler an die Macht kommt, gerät die Familie zunehmend unter Druck. Noch im Frühjahr des gleichen Jahres retten Felicia und Hans sich gemeinsam mit ihren Kindern ins Exil. Nach ihrer Flucht werden beide faktisch enteignet. Und auch die große Kunstsammlung der Mosses wird in Berlin in zwei Auktionen zwangsverkauft und in alle Winde verstreut. Der Löwe aber bleibt in Berlin, im Ehrenhof des Mosse-Palais und harrt der Dinge, die da kommen. Im Krieg wird das berühmte Haus am Leipziger Platz fast vollständig zerstört. Aber als sowjetische Soldaten 1945 den Ehrenhof des Hauses betreten, blickt ihnen dort, fast unversehrt, unser Löwe entgegen. Er wird vom Magistrat der Stadt Berlin der Ostberliner Nationalgalerie geschenkt und kommt so in das Museum, wo er Jahrzehnte hinweg die Besucherinnen und Besucher begrüßt. Als die Museen ihre Sammlungen auf mögliche Restitutionsfälle überprüfen, stoßen sie auf einige Werke aus der Sammlung Mosse. Gleichzeitig suchen auch die Erben der Familie Mosse nach ihren verlorenen Werken und nehmen 2014 Kontakt mit den Museen auf. Rasch wird eine gerechte Lösung gefunden. Insgesamt 9 Werke werden 2015 und 2016 an die Nachfahren Rudolf Mosses restituiert. 3 von ihnen werden anschließend für die Museen zurückerworben. Darunter auch unser Löwe. So schließt sich der Kreis. Und Rudolf Mosses Löwe kann auch heute wieder die Besucherinnen und Besucher der Museumsinsel in Empfang nehmen.